Das Blöde ist halt, ich habe es ja schon öfter gesagt, weil unsere Wohnung so blöd geschnitten ist und der Internetanschluss exakt an der gegenüberliegenden Seite unserer schlauchförmigen Wohnung ist, hänge ich jetzt nur im WLAN, am Repeater quasi. Mit Repeater im WLAN, das ist natürlich nicht ideal. Da muss man vielleicht mal noch eine langfristige Lösung finden, aber aktuell gibt es einfach keine. Ich habe es auch schon mit einem super langen Kabel versucht, aber das hat so gar nicht funktioniert. Das war noch viel schlimmer, als es jetzt ist. Nein. Au. Wundert mich auch, dass du keine Quality Options hast, wenn du streamst. Wusste nicht, wann die bei mir mal weg waren, seit ich Affiliate bin. Ich hatte, glaube ich, das ist sehr, sehr selten, dass ich hier Quality Options habe. Immer wieder mal. Das hängt anscheinend einfach ganz stark davon ab, wie viel gerade gestreamt wird. Aber ich habe leider jetzt gerade echt wirklich immer wieder Einbrüche, sagt mir zumindest Twitch. Ist doof, aber ich kann leider nichts dagegen tun. Ich hoffe, das legt sich wieder. Jetzt, wo Cyberpunk nochmal verschoben wurde, kurzfristig, weiß ich wirklich nicht, warum ich mir jetzt eigentlich eine PlayStation 5 vorbestellt habe, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwie gibt es jetzt keine Spiele mehr, die mich zum Start interessieren. Das Einzige wäre halt das Demon's Souls Remake, aber ich habe mir jetzt echt irgendwie... Also nee, leider werde ich mir das auch nicht holen. Weil das ist halt einfach doch ein uraltes Spiel, ne? Und ich mag das super gerne. Ich habe das gerne gespielt und würde es auch gern wieder spielen. Und das Remaster ist wirklich schön und so und das ist alles cool. Aber 80 Euro für so ein altes Spiel, das ich schon durchgespielt habe, das geht einfach nicht. Also das will ich nicht ausgeben dafür. So viel Kohle habe ich dann doch wieder nicht auf der Seite. Das ist die PlayStation eh schon so teuer. Das geht nicht. Ich hätte mir jetzt eben Cyberpunk dazu gekauft, aber jetzt, wo das wegfällt, weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Aber naja. Ja, ich meine, ich habe das erste Spider-Man noch nicht gespielt, aber das sieht nicht so aus, als würde es mir gefallen. Ich glaube, das ist kein Spiel für mich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Vielleicht täusche ich mich. Aber das ist, glaube ich, einfach echt nicht meins. Ah, und jetzt kommt so ein Level zur Belohnung. Na super. Na, da bin ich gespannt. Warum stehen da so viele... Werfen die mich? Ich habe da was so in Erinnerung. Genau, die werfen mich. Okay. Ist zumindest mal was anderes. Soll ich mich von dem Kleinen werfen lassen? Oder von dem Großen? Bin sicher, der Kleine ist stärker.
Perfekt. So, du wirfst mich jetzt nach oben, oder? Ups, ups, ups. Entschuldigung, ich wollte nur mit dir reden. Höher. Oh, okay. Das ist bekloppt. Finde ich gut irgendwie. Das ist ein schönes Level mal. Ich meine, Cyberpunk kommt jetzt erst im Dezember. Und ansonsten warte ich halt auf das neue Final Fantasy. Vielleicht schaue ich mir auch das neue Horizon mal an. Aber wie gesagt, ich finde nämlich wirklich die Story von Horizon Zero Dawn so gut, ey. So gut. Wirklich richtig gut. Hat mir total gut gefallen. Aber das Gameplay ist leider so 0815 Ubisoft-Formel, dass ich da echt keinen Bock drauf habe. Und ich hoffe halt, dass die beim zweiten da vielleicht ein bisschen was verändern und ein bisschen interessanter machen und ein bisschen neuere Ideen machen vielleicht. Dann schaue ich mir das gerne an, weil wie gesagt, ich finde es ja eigentlich total cool. Aber es macht mir halt null Spaß. Aber das behalte ich im Auge. Es gibt schon einige Exklusivtitel grundsätzlich, aber jetzt zum Start habe ich ehrlich gesagt gar nichts und das finde ich ein bisschen lame. Jetzt habe ich dann die Konsole und spiele nichts damit. Das ist irgendwie schon doof. Das hatte ich auch noch nie irgendwie. Naja, gibt für alles ein erstes Mal. Ich glaube, das war ein Fehler. Na, es ist schon okay. Okay, schnell. Wirf mich weg von hier. Nee, am Marketing liegt es, glaube ich, gar nicht. Es ist nur wirklich nichts für mich dabei. Nein, jetzt ist er nochmal einen Schritt gegangen und jetzt wirft er mich sonst irgendwo in den Abgrund. Hättest du nicht stehen bleiben können, muss das sein. In dem Moment, wo ich A drücke, geht er noch einen Schritt nach vorne. Das ist schon gemein. Also wirklich. Aber ich meine, bei der Xbox sieht es ehrlich gesagt nicht anders aus. Da ist halt der Games Pass interessant. Den habe ich ja jetzt eh schon für den PC schon länger. Den werde ich jetzt auf Ultimate erweitern. Und dann ist man da spieletechnisch eingedeckt. Ich habe auch nicht vor, für die Xbox S, die ja jetzt, die kommt ja jetzt dann schon am 10. oder 11. 11. glaube ich, ne? Habe ich auch nicht vor, mir auch nur ein einziges Spiel zu kaufen, ehrlich gesagt. Aber die Xbox S mit Games Pass ist schon einfach cool. Ah, oh, nein. Nein. Ich meine, der Games Pass für den PC wird ja jetzt teurer. Da ich den schon länger habe, hat der für mich jetzt immer noch aktuell nur 3,99 gekostet. Aber der wird ja jetzt auf 9,99 erhöht. Und für 13 Euro, also 12,99, kann man sich dann auch gleich den Games Pass Ultimate holen und dann ist Xbox Gold und so auch noch dabei. Wenn man die Konsole besitzt, macht das schon sehr viel Sinn. Im Games Pass sind einige Spiele drin, die mich wirklich interessieren. Aber auch hier das einzige Startspiel für die Xbox ist eigentlich Yakuza. Yakuza Like a Dragon sieht echt cool aus. Ich habe nur wenig Yakuza-Teile gespielt, mag die aber eigentlich ganz gerne. Und Like a Dragon sieht verdammt gut aus aber. Die haben ja quasi das Echtzeit-Kampfsystem jetzt durch ein rundenbasierendes Kampfsystem ersetzt, das echt gut aussieht. Richtig cool. Also das ist gelungen, glaube ich. Also sieht so aus. Ich bin gespannt, wie es sich spielt. Und ich habe jetzt extra Wasteland 3 auf dem PC nicht mehr angefangen, weil ich das erst auf der Xbox dann spielen will. Da freue ich mich auch schon drauf. Gears of War Tactics habe ich auf dem PC schon ziemlich lang gespielt. Also was heißt ziemlich lang? Ich habe es durchgespielt halt. Das ist auch echt cool. Das ist
anders als XCOM 2, auch wenn es ganz stark anmutet. Aber das geht schon ein bisschen noch in eine eigene Richtung und macht ein paar Sachen anders, aber nicht unbedingt schlechter. Das ist ja auf jeden Fall, wenn man rundenbasierende Spiele mag, ein sehr gutes, finde ich. Da ist sowieso irgendwie mit XCOM 2 und Mutant Year Zero und Gears of War Tactics und dem mit den Fischmonstern, wie heißt das gleich nochmal, ist man in die letzten Jahre als rundenbasierender Strategiefan da echt ganz schön verwöhnt worden. Und Wasteland 3 soll ja auch echt gut sein, da bin ich auch gespannt drauf. EA Play Pro hast du. Ah ja, damit auf dem PC gut versorgt. Für alles andere habe ich die PlayStation. Ja, wenn man eben EA-Fan ist oder viele EA-Marken regelmäßig sich holt, dann ist der auch echt lohnenswert. Aber der wird sich jetzt für mich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht lohnen, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das letzte EA-Spiel war, das ich gespielt habe. Ich glaube fast, das war Mass Effect Andromeda. Das mochte ich nicht so gerne. Ich glaube wirklich. Das ist schon lange her. Ah ja, Star Wars. Ja, du hast recht. Das war dann natürlich, wie heißt es? Naja, das letzte Star Wars Spiel halt. Das war das letzte EA-Spiel, du hast recht. Und Battlefront 2 habe ich auch gespielt. Das ist auch noch nach Andromeda erschienen, glaube ich, ne? Stimmt, die Star Wars-Spiele, da hast du recht. Dadurch allein lohnt es sich schon. Ja, ja, eben. Zwei Spiele im Jahr und du hast das Geld wieder drin. Das ist echt super. Da kann man eigentlich nichts sagen, wenn man... Also, wie gesagt, muss jeder selber wissen. Aber grundsätzlich lohnt sich das sehr schnell für einen. Fallen Order heißt es, genau. Du hast dann bestimmt auch dieses Luft-Raumschiff-Kampfspiel irgendwas Squadron gespielt. Ist das cool? Weil da habe ich schon öfter so ein bisschen hingeschielt, aber war mir nie so sicher. Ich habe gehört, das wirkt ein bisschen so, als wäre es für VR ursprünglich entwickelt worden, aber ist es dann eben irgendwie doch nicht. Ah, ich muss mir echt ein bisschen mehr Zeit lassen hier. Hier gibt es ein Extra-Leben, ne? Wie komme ich denn da hoch? Aber das wäre eigentlich ganz praktisch. Kannst du mich da hinwerfen, so ungefähr? Vielleicht? Wahrscheinlich wirft du mich jetzt einfach voll in die Schlucht, oder? Nein, perfekt. Das ist gut. Dann können wir uns hier nämlich jedes Mal ein Extra-Leben holen und dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und das ist jetzt nichts mit Geschicklichkeit oder so. Also da kann ich den ganzen Tag von mir aus... Das finde ich nicht so frustrierend. Ist ganz gut. Ein bisschen wie das gute alte Rogue Leader oder X-Wing vs. TIE Fighter. Für mich war ja, was Star Wars Luftkämpfe angeht, Rogue Squadron 2 der Höhepunkt. Das war, finde ich, schon das Beste, das ich gespielt habe, auf jeden Fall. Der dritte hat dann irgendwie versucht, so Bodenkämpfe mit einzuführen und das ist ihm nicht gelungen. Da ist das Spiel nur schlechter geworden dadurch. Aber der zweite war da schon wirklich ziemlich perfekt. Ah, wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben sind die Missionen, ich habe das vor kurzem erst wieder gespielt, nach heutigen Maßstäben sind die Missionen ein bisschen zu repetitiv und zu lang. Weil da ist halt die Mission dann wirklich bei der Schlacht von Hoth. So, jetzt schieß irgendwie zwei AT-ATs und ein AT-ST kaputt oder andersrum. Und dann hast du das gemacht und dann heißt so, jetzt schieß drei AT-STs und zwei AT-ATs kaputt. Und so geht's halt dann dahin. Das ist halt, würde man heute wahrscheinlich ein bisschen interessanter gestalten. Aber grundsätzlich war das schon echt super gut. Und auch super schwer, finde ich. Einige Missionen. Oder ich konnte mit den Bombern einfach nie wirklich umgehen. Das kann schon sein, aber ich fand gerade die Bomber-Mission echt super schwer. Teilweise bei Rogue Squadron 2.
Da muss man mal in einer Mission, da kann ich mich noch erinnern, das war im zweiten, glaube ich, mit den Y-Wings über so einen imperialen Mond fliegen und da so Ziele bombardieren. Und ich weiß nicht, wie man mit dem Bomber sich gegen die Millionen Fighter zur Wehr setzen soll, die da die ganze Zeit angeflogen kommen. Und meine Teammitglieder waren alle nutzlos. Shadows of the Empire, ja, das war auch super. Das kann man heute wahrscheinlich nicht mehr gut spielen, ne? So früher Third-Person-Shooter, schwierig, aber das war super. Ich meine, das hatte Auto-Aim, ne? Ganz stark. Dann geht's vielleicht. Rogue Squadron für den N64 war auch schon gut, aber der zweite war dann schon nochmal der Hammer für den GameCube. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Das war ja wirklich für damalige Verhältnisse vor allem einfach so geil, dass die einfach tatsächlich im dritten Teil von Rogue Squadron, der ein komplett neuer Teil ist, den kompletten zweiten Teil nochmal als Multiplayer reingepackt haben, dass man das zu zweit Koop spielt. Das war irre, ey. Das war total cool. Man hat im dritten Teil den zweiten nochmal mit Multiplayer-Modus bekommen, einfach so. Das war schon echt cool. So, ja, das könnte ein bisschen zu früh gewesen sein wieder. Gerade so. Frühes 3D tut immer weh, aber der Ultra-HD-Mod hilft. Ne, das meine ich gar nicht. Ich meine vor allem vom Gameplay. Ich habe Shadows of the Empire vor ein paar Jahren mal wieder gespielt und ich fand das schon unangenehm zu spielen von der Steuerung her. You. Gleich nochmal rein. Aber es gibt Schlimmeres, auch zu der Zeit, finde ich. Rebel Galaxy Outlaw und Super Dogfights. Rebel Galaxy Outlaw, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das hat super Dogfights, tolle Atmosphäre und einen super rockigen Soundtrack. Das glaube ich, kenne ich gar nicht. 10 Palma brauchen dich. Okay. Muss ich jetzt einfach nur aus dem Boden sprühen, weil das ist dann eine leichte Mission. Ah, ich muss das natürlich in einer gewissen Zeit machen, weil sonst, ne, kriege ich das Gegengift nicht. Mit dem ich jetzt gerade, für das Gift, mit dem ich von dem Bürgermeister hier gerade... Jaha, halt jetzt die Klappe. Muss ich die auch noch sauber machen? Ja. Na super. Ich glaube, ich muss die Fässer benutzen, wenn sie jetzt nicht hinhauen, ne? Solche Missionen sind aufs erste Mal immer Glückssache, weil man weiß halt noch nicht, wo was ist und so. Aber schauen wir mal, ich versuch's. Da ist er. Und noch zwei. Ich hätte noch über eine Minute, das wäre nicht das Problem. Aber wo sind die beiden Fehlenden? In der Pfütze ist doch keiner, oder? Da wagt zumindest kein... Ah doch, ein kleiner! Oh Mann, ey. So, dann war es nur noch einer. Habe ich den nicht richtig sauber gemacht? Doch.
Moment mal. Was ist das da? Nix anscheinend, okay. Wo ist der letzte? Ich sehe keine Pfützen mehr, nirgends. Ich sehe nirgends mehr Pfützen. Ist der irgendwo oben auf einer Palme oder auf einem Pilz oder so? Ach komm, Bürgermeister, ich habe 9 von 10 gerettet. Was will man denn mehr? Du hast doch bestimmt genug Einwohner.